Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um die Schmerzen, um Schmerztherapien, um chronische Schmerzen und wie man diesen Menschen helfen könnte. Und es geht auch darum, man könnte fast sagen, zu dieser Situation eine Pandemie der anderen Art. Denn diese Menschen werden wirklich im Stich gelassen, letztendlich, wenn du chronische Schmerzen hast und irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo dir kein Arzt mehr helfen kann, wo du dann alleine bist und vielleicht über Jahre hinaus diese Schmerzen hast. Und ich denke, ihr wisst es selbst, wenn man wirklich mal Schmerzen hat, dann ist man zu nichts mehr fähig. Man ist total müde, total kaputt. Und die Möglichkeit der Tabletten, die man vielleicht am Anfang bekommen hat, die helfen nicht mehr und die Ärzte sprechen dann auch von einer Resistenz, also dass man da nicht weiter helfen kann und letztendlich ist man in dieser Situation allein. Obwohl es eine Hilfe gibt, eine wunderbare, ganz tolle Hilfe und darüber spreche ich heute in diesem Video mit dir. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirejana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und heute möchte ich gerne mit dir über diese Pandemie der anderen Art sprechen, die niemand beachtet und wo es so vielen Menschen schlecht geht, denen nicht mehr geholfen wird, obwohl es Heilmethoden gibt, die helfen würden, aber die sind nicht anerkannt von der Wissenschaft. Es geht um die chronischen Schmerzen. Wir unterscheiden ja zwischen dem normalen Schmerz in Anführungsstrichen und dem chronischen Schmerz. Der normale Schmerz ist etwas, der kommt und geht, der ein Warnsignal des Körpers ist. Es ist gerade etwas nicht in Ordnung, guck mal hin und dann wird es meist mit einer Tablette gelöst und ist dann wieder gut. Spirituelle Menschen nehmen kaum Tabletten. Also nur im äußersten Notfall oder wenn niemand da ist, wenn sie vielleicht niemand oder auch keine Ausbildung haben, wie sie damit umgehen. Weil wir wissen ja, dass jeder Schmerz eine Ursache im Energiesystem ist und man dies auch lösen kann. Ich habe euch mal ein Schreiben aufgemacht, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Und zwar ist das hier eine Pressemappe von chronischen Schmerz, Daten, Fakten und Hintergründe, habe ich mal die eine Seite aufgemacht. Und wenn ihr hier dieses erste blaue Kästchen mal anschaut, Schmerz in Deutschland. 12 bis 15 Millionen Menschen leiden an länger andauernden oder wiederkehrenden Schmerzen, steht hier. 4 bis 5 Millionen sind stark beeinträchtigt in ihrem Lebensablauf sozusagen. Wenn wir dann weiter runtergehen, hier unten, da sehen wir, dass also ungefähr ein Viertel der Menschen betroffen ist, die länger andauernden oder wiederkehrende Schmerzen haben und denen man nicht mehr so richtig helfen kann. Ich habe euch das unter dem Video verlinkt und ihr könnt euch auch weiter darüber informieren. Es gibt jetzt so keine offizielle Statistik, aber das hier ist ein Anhaltspunkt über die Menge der Menschen, die also unter Schmerzen, unter chronischen Schmerzen leiden. Und wenn es dann so ist, dass die Schmerzen nicht mehr aufhören, dass also sie immer wiederkehren, dann stuft man das ein, dass es also stuft man das so ein, dass man den Menschen nicht mehr helfen kann, weil ja auch die Tabletten dann nicht mehr helfen, weil einfach der Körper ja in einer, wenn ich es erklären würde, in einer ganz großen Blockade steckt und diese Blockade, solange die nicht gelöst ist, diese Energieblockade, wird dieser Mensch weiter Schmerzen haben. Und da schaut aber jetzt leider niemand drauf, sondern man sagt es einfach, die sind therapieresistent und werden dann als chronisch erkrankte Menschen eingestuft und sich selbst überlassen. Und es gibt wirklich eine wunderbare Art, wie man diesen Menschen helfen kann. Und das ist die Bioenergietherapie. Das ist das, was ich ausübe schon über 20 Jahre. Und wirklich in jeder zweiten Sitzung habe ich jemand, dem ich die Schmerzen wegmache, wo wir also eine Therapie beginnen und den ich dann auch begleite, um ihm wieder in diese Schmerzfreiheit zu helfen.
Ich hatte bisher noch nicht so offen darüber gesprochen, einfach weil ich habe sehr viel zu tun und bin wirklich sehr, sehr beschäftigt. Aber dennoch ist es wichtig, dass die Menschen, dass ihr das wisst. Und aus diesem Grunde gibt es jetzt auch eine Ausbildung, damit ihr, wenn ihr das möchtet, lernen könnt, für euch selbst natürlich die Schmerzen wegmachen und dann aber auch für andere Menschen die Schmerzen wegmachen, wenn ihr gerne helfen möchtet. Und zwar ist das alles durch die Luminea-Energie gekommen. Die Luminea-Energie wurde uns ja vom am Smarana-Festival übergeben. Und die Luminea-Energie ist die kräftigste, stärkste Energie der neuen Generation. Dies ist die Zukunft für uns Lichtarbeiter. Und mit dieser Energie sollten wir fortan immer arbeiten. Jetzt ist das mit meiner 20-jährig langen Erfahrung und dieser neuen Energie eine wunderbare Gemeinschaft, die sich da bildet. Und mit dieser Energie arbeite ich in einem Webinar, was aus drei Teilen besteht, wo du das alles lernen wirst. Und dann gibt es dazu noch ein Seminar in Marburg, wo ich persönlich anwesend sein werde und wo wir gemeinsam Übungen machen, wo ich euch genau unterweise und ihr das alles lernen könnt. Und es geht also über alles, was man bisher kennt, darüber hinaus. Ich gehe noch mal kurz auf diese Situation drauf ein, wo ein Mensch einen Schmerz hat. Ein normaler Mensch geht zum Arzt und bekommt dann eine Tablette oder wird sogar gepikst. Eins von beiden. Und ihr wisst selber, es gibt wirklich immer wieder große Nebenwirkungen. Es gibt sogar die Gefahr beim Pieksen. Ihr kennt, was da alles passiert ist in den letzten Jahren. Ich will es bloß mal kurz anschneiden. Es ist also etwas, diese Dinge haben alle eine Nebenwirkung. Aber wenn du in der Bioenergie arbeitest, dann hast du keine einzige Nebenwirkung. Du hast das nicht. Du hast nur dieses Auflösen und Helfen und in der positiven Energie sein. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und das ist das Ganze ganzheitlich betrachtet für Körper, Geist und Seele. Denn wir haben die Lösung, ja, die Blockadenlösung auf der körperlichen, auf der geistigen und auf der seelischen Ebene. Und da ist die herkömmliche Art, wie man bisher sowas behandelt hat, ja, da ist sie total aufgeschmissen, da gibt es keine Lösungen. Ja, du kannst keine Tablette nehmen, die dich dann befreit ohne Nebenwirkungen von solchen schwierigen emotionalen Belastungen zum Beispiel. Deswegen gibt es jetzt diese wundervollen drei Webinare. Wir starten jetzt im August mit dem ersten, dann gibt es im September und im Oktober das nächste und im November eben dieses persönliche, exklusive Heiler-Camp in Marburg. Diese Art des Heilens ist mit dem göttlichen Weg der Ordnung verbunden. Das heißt, der Körper wird wieder in seine ursprüngliche körperliche Energie hineingebracht. Der Körper wird gekräftigt und die Seele wird gekräftigt und der Geist, das ist alles, du kommst wieder in die göttliche Ordnung hinein. Und das ist ja genau das, was uns Kraft gibt, was uns stärkt. Und ich möchte jetzt mit euch einfach mal eine Meditation machen, denn schon allein eine Meditation hilft, dass der Schmerz geht. Schon allein so eine tiefe Meditation in der Verbindung jetzt mit dem Luminea-Licht, was wir gleich machen werden. Wenn du dich da entspannst und wenn du dich da hineinfallen lässt, dann wirst du sehen, wie dir das gut tut. Und das werden wir jetzt machen, damit ihr ungefähr versteht, was ich meine. Da freue ich mich jetzt auch sehr darauf. Und ich habe übrigens, es gibt ein neues Auraspray. Es gibt das Luminea Auraspray. Das nimmst du einfach, um in die Luminea-Energie hineinzukommen. Und dann gibt es noch ein Auraspray, was die Schmerzen leichter löst. Wo also, das heißt, es löst die Schmerzen, indem es die Blockaden löst. Und dies zusammen mit den alternativen Heilmethoden, die du bei mir lernen kannst, das ist ein Weg der Heilung der anderen Art.
Und wenn du dich jetzt davon angezogen fühlst, wenn du im Innersten spürst, oh ja, das möchte ich gerne lernen, dann darfst du einfach zu mir kommen. Wir werden dies zusammen alle lernen. Ich werde mein Wissen gerne weitergeben und es wird ein wunderschönes Zusammensein mit den Energien und den Luminärengeln sein. So, und jetzt lade ich euch alle ein, mit mir diese Meditation zu machen. So schließe jetzt deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst. Atme in einem Rhythmus, der dir gut tut. Und finde dabei deine innere Mitte. Lass deine Gedanken kommen und gehen. Und konzentriere dich auf den jetzigen Moment. Alles, was vorhin wichtig war, ist jetzt unwichtig, denn diese Momente, in die du jetzt hineingehst, sind die Momente der Heilung, der Liebe, der Gelassenheit. Und so lass dich tragen von der Luminea-Energie. Denn ich rufe jetzt die Luminea-Engel, dass sie uns begleiten. Und so steigen sie in unsere Räume, in unsere Wirklichkeit hinein. Sie reichen dir ihre Hände, um dir zu sagen, wir sind bei dir. Wir sind da und wir unterstützen dich und helfen dir, wenn du dies möchtest. Und so tragen sie deine Seele, wenn du es erlaubst, über die Linien von Zeit und Raum hinein in diesen besonderen Raum der Heilung. Dieser Raum der Heilung, er ist so wunderschön. So etwas hast du noch nie gesehen. Und es befindet sich in der Mitte dieses Raumes ein sehr schönes Bett. Dieses Bett ist weich und gemütlich und du darfst dich jetzt dort hineinlegen. So folge einfach deiner Seele und deinem Impuls und mach es dir gemütlich in diesem wundervollen Bett. Sobald du jetzt deine Decke über dich ziehst, dich ausstreckst und die Augen schließt, spürst du, wie sich die Energie verändert, denn die Luminärengel kommen ans Bett. Und sie legen jetzt ihre Hände überall an deinem Körper auf, wo du Hilfe benötigst. Lass es einfach geschehen, denn es geschieht in der größten Liebe, in der bedingungslosen Liebe, die einfach da ist, dich umarmt und liebt. Und so sind die Luminärengel an deiner Seite. Drei auf jeder Seite und einer oben und einer unten. Einer bei den Füßen und einer bei dem Kopf. Und so fließt die Energie in einem Kreislauf der Liebe durch deinen Körper. Und du darfst jetzt einfach sein, einfach genießen und annehmen, was dir geschenkt wird. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, die heilenden Energien anzunehmen. Die Luminärengel singen jetzt für dich. Sie singen das Lied der Heilung.
Und so entsteht ein wundervoller Flow in deinem Körper. Die Energien beginnen zu fließen, frei und sanft durch deinen Körper, durch die Zellen, durch die Meridiane, durch die Nerven. Sie fließen überall dahin, wo es dir gut tut. Und so trägt dich diese Energie in den Raum deiner eigenen Heilung, in dem Raum, wo alles gut ist, wo du dich jetzt stärken kannst, wo die Energien dich tragen, schützen und überall da heilen, wo es gut und richtig für dich ist. Und so fließt ein Strahl der Luminärenergie ausgehend von deinem Kronenchakra von oben nach unten durch deinen ganzen Körper. Er fließt sanft und liebevoll. Er fließt heilend und klärend. Durch dich hindurch berührt jedes Chakra, jede Zelle. Und die Codes der Heilung werden dir übertragen. Die Codes der Heilung, die für dich genau passend sind, die individuell für dich abgestimmt wurden und die nun in deinem Körper an die Stellen und Orte gebracht werden, wo sie dir gut tun. Und so lass einfach geschehen, was geschieht. Vertraue diesem Prozess, denn es ist der Prozess der göttlichen Ordnung. Und so beginnt die Energie in dir zu fließen. Sie beginnt einen Weg der Heilung für dich. Es ist der Weg, der genau passend für dich ist. Und so spürst du vielleicht, wie schön das jetzt ist, wie es dir gut geht, wie du dich entspannst und alles loslässt, alles loslassen kannst, was du trägst, was gar nicht zu dir gehört. Und dies kannst du jetzt abgeben. Und so nehmen die Luminärengel all das von deinen Schultern, was zu schwer für dich ist. Sie stellen das innere Gleichgewicht wieder her. Und sie streicheln dich liebevoll, liebevoll und voller Güte und Achtsamkeit. Du fühlst dich so wohl und du weißt in deinem Inneren, dass jetzt alles gut werden wird, denn du vertraust auf diese Energien, du vertraust auf die göttliche Ordnung und auf deine Seele, denn es ist deine Seele, die dich leitet und führt. Es ist deine Seele, die dich hierher geführt hat. Und so spürst du, wie die Energie sich nochmals verändert. So spürst du, wie du angehoben wirst in deiner Energie, wie dein Bewusstsein sich öffnet für die Tore des Unmöglichen, für die goldenen Tore der Wunder. Denn auch du bist bereit für ein Wunder. Auch du bist bereit,
in diese Energie hineinzugehen, dich damit zu verbinden und einfach nur zu sein, loszulassen von allem, was zu schwer ist, einfach nur zu sein, dankbar zu sein. Und so übertrage ich dir jetzt zusammen mit den Luminärengeln Energien, die deine Schmerzen lösen könnten. Und so lass alles zu, was jetzt geschieht. So lass diese Energie weiter fließen. Sie wird für dich zu deinem allerhöchsten Wohle wirken. Bleibe in der Energie und in der Musik, solange du möchtest. Ich verabschiede mich jetzt von dir, liebevoll und sanft, währenddessen die Energien weiter für dich fließen und die Musik weiter für dich spielt, sodass du solange noch die Energie genießen kannst, wie du möchtest.